Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Und Hanna. Hallo. Ja, wie ihr seht, hat sich einiges geändert. Pascal, willst du die Führung einfach nochmal machen? Ja, ich kann die Führung gleich einmal machen, ne? Ja, doch bevor es die kurze Hausführung gibt, wollte ich euch noch ganz kurz diesen kleinen Zeitraffer zeigen, wie Tobi und ich das Ding gebaut haben. Denn ich habe bereits in der Folge schon ein paar Fundamente da gebaut. Ihr seht jetzt gerade hier, da baue ich jetzt gerade noch ein paar weitere Fundamente fertig hin. Denn hier an dieser Stelle soll dann jetzt das neue Haus gebaut werden. Genau, dann ging es erstmal darum, okay, wir wollen erstmal das da außenrum noch ein bisschen verstärken. Da hat man noch nicht genügend Ressourcen, um alles zu verstärken, oder ihr seht es gleich. Genau, da versteckt Tobi kurz so weit, wie wir die Ressourcen hatten. Und dann war die Diskussion, nehmen wir normale Holzwände oder stabile Holzwände. Aber wir haben uns dann doch für die stabilen Holzwände entschieden. Einfach weil die 30.000 mal besser aussehen als diese normalen Holzwände. Auch wenn sie 6 statt 4 Planken kosten sofort. Aber ja, das ist einfach die bessere Entscheidung, weil ihr seht das ja, die kleine Hütte da, wie die aussieht. So muss jetzt kein großes Haus aussehen, wie ja unser Plan war bei der letzten Folge. Den wir auch jetzt direkt dann nach der Folge umgesetzt haben. Genau, seht das, da baue ich die ganze Zeit das hin. Falls euch wundert, dass ich nochmal eins Platz lasse, weil ich dann einfach erstmal nur die Wände baue und da, wo ich immer eins Platz lasse, dort kommen dann noch Fenster hin, einfach damit es auch ein bisschen Licht da dann reinkommt. Und ja, ich da habe die ganze Zeit gedacht, man muss die Fangnetze auch per Axt abbauen. Ja, fragt mich nicht, es war schon zu spät für mein Gehirn, aber wir mussten das noch fertig bauen, weil wir gerade da mitten im Flow drin waren dafür. So, es ist ein bisschen dunkler, aber egal, wir bauen trotzdem weiter, da einfach um die Sammelnetze herum, die störten in dem Moment gerade noch nicht. Und genau, da seht ihr, da kommen die Fenster, wie ich es gesagt habe, die dann noch sollten, ja, ganz normal wieder Planken nachfüllen, weil die waren natürlich ganz einfach leer, weil, also das Hausbauen, das verschlingt ja schon unglaublich viel Planken, weil so einmal Fenster bauen kostet, glaube ich, 5 Planken, einmal so eine normale Wand bauen kostet 6 Planken. Ja, da bist halt recht schnell einige Stacks losgeworden. Genau, und da links und rechts, da kommen jetzt gleich noch Türen hin erstmal. Wir sollen ja auch ins Haus noch rein und raus können. Genau, da seht ihr das. Da will ich die Tür bauen, aber dafür braucht man Nägel. Also erstmal bei Tobi kurz Schrott geholt, zu den Nägel geholt, damit ich ein paar Nägel herstellen kann. Dann kurz aufpassen, dass ich nicht verhungere. Ja, das Übliche halt, ne? Genau, jetzt kommen die Türen hin noch. Links und rechts. Und mir fehlt schon wieder Nägel. Genau. Und dann war eigentlich das Grundgerüst des Hauses schon fertig. Ihr seht es, da ist auch schon ein bisschen Dach drauf gebaut worden. Da war noch ein Loch. Das habe ich zugebaut, bis aufgefallen ist. Ne, warte mal, da muss ein Fenster hin. Ja, gut. Und ich habe wieder zu wenig Planken, weil ich gerade eben das natürlich verschwendet habe. Naja, jetzt aber zur Hausführung. Wir haben etwas mehr Dreck gesammelt. Das Gehege erweitert. Außerdem haben wir noch, lass mich gucken. Ja, es war nicht artenschutzkonform bisher. Wir haben noch Waldraut. Ja, okay, die heißt so. Wir haben oder jetzt Rudolf noch. Rudolf hatten wir schon, oder? Hildegard, Rudolf hatten wir, glaube ich, schon, ja. Rüdiger, Rudolf. Eins. Den Dodo haben wir eins. Auch noch. Und die Ziege, die heißt Hildegard. Genau, das sind unsere aktuellen Haustiere hier. Von den Dodos legen Eier, von der Ziege kann man sich eimerweise Milch holen. So irgendwie dreimal am Tag oder so. Ja, und wir haben ein schickes kleines Häuschen, was sich noch ein bisschen im Bau befindet. Aber das Erdgeschoss ist schon fertig. Und ihr seht, hier ist ganz schön heimelig drin, ne? Ja, das hat nicht viel Holz gekostet, das alles in der besseren Variante zu machen. Der Tisch ist ja gar nicht hässlich hier. So, erstmal hier ganz hinten würde ich sagen, da haben wir Essen, Trinken, hier haben wir dreimal Getränkezeugs und 2 Grills. Dann haben wir hier einmal, was war das für ein Vieh? Ach genau, das war der Kocher. Nee, das war der Safter. Ja, genau, den Safter, das ist der Kocher. Topf. Dann haben steht dran an den Rezepten, Alter. Ja, dann haben wir hier 2 Essenskisten. Eine für Fleisch. Und eine für kein Fleisch. Und die mit Fleisch und Fisch ist gerade ein bisschen leer, deswegen habe ich gerade geangelt. Dann haben wir hier noch können so die Gerichte eigentlich beim Fleisch mit reintun. Können wir machen, ja. Dann haben wir hier noch so ein paar andere Kisten, die kommen später noch hin. Ihr seht, es ist noch ein bisschen ausbaufähig. Da haben wir Federsteine, hier haben wir Blätter, hier haben wir Planken. Da haben wir Plastikschrott und hier ist erstmal Metall, wird glaube ich auch noch umgeräumt. Näher an die Öfen hier ran, da seht ihr, haben wir jetzt auch schon 5 von. Hier
Hier ist unsere Müll, unser Mülleimer. Dann hier steht auch noch eine Kiste, die wahrscheinlich auch noch umplatziert wird, aber die Kisten, das Lager ist mir noch nicht ganz fertig. Und hier haben wir jetzt den Forschungstisch. Hier haben wir auch einen Kalender. Da steht drauf, dass wir schon 61 Tage überlebt haben. Und dann geht es hier eine Treppe hoch. Und hier kommen dann noch zwei, vielleicht auch drei Etagen oben drauf. Und dort tun wir unsere eigenen persönlichen Zimmer einrichten. Noch einen Trophäenraum, vielleicht noch einen allgemeinen Aufenthaltsraum. So und so fort. Dann ganz oben kommt drauf, kommt noch eine Dachterrasse drauf und sowas. Also, wir werden sehen. Ja, das wird noch ganz schön, das Häuschen. Soweit erstmal dazu. Hier oben habe ich jetzt noch, ich habe das Segel von dort unten habe ich hier oben hingestellt. Einfach weil das praktischer ist mit dem Navigieren hier und das einfach das Segel hier ausrichten. Außerdem habe ich noch ein zweites dazu, damit dadurch haben wir nochmal ein bisschen mehr Wind sozusagen in den Segeln. Das ist ganz nett. Und außerdem haben wir jetzt diesen Zerkleinerer, den Recycler. Recycle-Maschine, wie auch immer man das auf Deutsch nennt. Der verarbeitet, also ich habe mal nachgezählt, 30 Palmblätter zu einem Schrottwürfel. Und einen Schrottwürfel können wir zu 20 Plastik zum Beispiel eintauschen. Also, nett. Bei diesen Ständen, die wir schon in der Folge auch mal erkundet haben. Mit. Ja. Hier habe ich noch eine Blume hingestellt gerade. Ja. Es und auch noch wichtig ist, von dem aktuellen Häuschen, da wo wir schlafen, das Untergeschoss, das soll mal komplett umgebaut werden dann, wenn das Haus fertig ist. Bis dahin bleibt das einfach so provisorisch bestehen, wie das ist. Genau. Und aber obendrauf bleibt eben das ganze Navigationszeug. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Bett und schauen uns dann morgen mal die Insel an, weil das ist doch hier. Wir sind... Jetzt kriege ich wieder in der Mitte die eklige Matte, ne? Ja, ich hatte die letzten zwei Male, schöne also Blätter. Beschwer ich nicht. Unbequem. Also in deinem Zimmer bekommst du doch dann eine Hängematte. Ich weiß nicht, was du dich beschwerst. Ja, aber dann in mein Zimmer. Jetzt muss ich auf dieser Matte da unten schlafen, damit meinem Schönheitsschlaf nicht gerecht wird. Leute. genau, an dieser Insel, da sind wir schon, also beziehungsweise in der Probe, in der Vorspielzeit sind wir da schon zwei, dreimal vorbeigefahren, beziehungsweise haben die Insel einfach verfehlt um 400 Meter. Inventar ist voll. Beim Navigieren. Mit Rucksack? Ja. Ich habe gerade einen Fisch ins Wasser fallen lassen. Ich hab den. Und genau. Jetzt habe ich es mal geschafft, die spawnt, also ihr könnt einfach in Windrichtung fahren und dann spawnt die immer neu. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie 400 Meter paddeln oder so. Leute, wo kann ich die Palmblätter entsorgen? Beim Recycler hier oben, beim Navigationsding. Einfach rein da. Genau, jetzt arbeitet der und macht daraus seine Müllwürfe. Durch alleine 2,5 Stacks Palmblätter. Naja. Lass mich überlegen, was wollte ich als nächstes sagen? Genau, wir gehen jetzt einmal an Bord. Hier unten habe ich schon alles abgegrast, also ich war hier überall schon unten schon durch. Und ich habe Silberalgen habe ich gefunden. Okay. Das ist, wir hatten auch so ein Rezept hier gefunden, Sushi. Dafür braucht man zum Beispiel Silberalgen. Und die waren hier unten einfach, cool. Die konnte ich mit dem, wie nennt man dieses Haken-Ding, Schrotthaken gleich nochmal abbauen. Genau, und ich stopfe mir jetzt erstmal einen ganzen Wels rein. Macht es. Und ein Eimer Milch. Ja. So, ich will noch ganz kurz meine Angel kaputt angeln, vielleicht. Nö, wir machen das jetzt. Komm. Okay, warte. Also ich feier an und pick's dich. Ich hole diesen einen Fisch jetzt noch raus, weil ich gerade die Angel rausgeworfen habe. Leg die ganzen rohen Fische in die Kiste ab und dann können wir losmachen. Weil ich will nicht alle rohen Fische mit mir mitnehmen. Die stinken sonst nur. Stimmt, dann mach ich auch mal Inventar sehen. Genau, ach, was ich bei den Erkundungen unter Wasser gefunden habe, ist dieses hier Biokraftstoff. Ich habe Heilsalbe gemacht. Damit kann man sich sozusagen heilen. Also es ist wie, als wenn du ein Wels isst und dann die Hungerleiste hochgeht, geht dann halt die Lebenleiste hoch. Genau, das sind Müllwürfel. Die haben wir hergestellt. Die Palmsamen kann ich wegpacken. Wir haben so viele Planken, die sind schon wieder in der Schrottkiste, aber gut, so viele Planken werden es nicht mehr werden. Schon wieder in der Schrottkiste. Als gäbe es das schon mal. Ja, aber lange wird das nicht mehr so sein, weil irgendwann kommt ja jemand mit seinem Bauhammer an und baut das Haus weiter. Nachdem er lange Zeit keinen Bauhammer hatte. Genau. So. Machen wir weiter. Ich denke, ich kann so auf Expedition gehen. Also mit so viel frei. Warte mal, ich mach die Heilsalbe mal auf den Hotkey. So, also es wäre halt ganz cool, wenn ich auch irgendwann noch einen
Rucksack bekommen. Rucksack? Hanna will einen Rucksack? Ja. Oh ja, das kriegen wir hin. Hanna bekommt einen Rucksack. Hm, ist der da. Der geht auch nicht kaputt, also daher. Okay. Dankeschön. Ich soll vielleicht noch Essen mitnehmen. Oder mich jetzt voll fressen. Das ist eine Idee. Beides. Ich hab ganz vergessen, wie nervig das ist, wenn man mehr als eine Person hat und die ewig an der Essenskiste steht. Das stimmt. Dafür hat jemand viel zu lange alleine vorgespielt. Auch wenn man sagen muss, dass im Hauskonsole, das haben wir beide zusammen gemacht und Tobi danach noch ein bisschen hier Planken gefarmt, weil die waren die ganze Zeit leer und hat eben hier die Insel noch ein bisschen unterhalb des Meeresspiegels erkundet. Ja. Gott, bin jetzt bereit. I'm ready. Bin auch fertig. Auf zur Insel und hellen wir die Palme. Ich weiß nicht, warum ich die schon nicht abgeordnet habe. Ja, das ist für die Folge, hast du das aufgehoben, Alex. Ja, aber jetzt habe ich wieder Zeug im Inventar, dass ich loswerde. So, und hier haben wir ein gestrandetes Schiff. Und ich würde sagen, auf das sollten wir irgendwie draufkommen. Nummer 1, find da einen Eingang. Hinten. Hinten? Das sehe ich, ja. Wird also einmal auf die Rückseite schwimmen. Ich weiß noch nicht, ob du wirklich auf die Rückseite, zur Rückseite schwimmst. Ja, ich schwimme einfach ums Schiff herum. Ja, wie rum? Vorne rum oder was? Ja, Pascal, ich schwimme gerade vorne rum. Ich dachte, du meinst hinten im Sinne von die andere Seite. Das wäre rechts. Also ich bin da. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Gut, dann warten wir jetzt auf Scary Musik. Ja. Okay, Scary Musik wieder weg. Aber Scary Musik klingt immer ein bisschen doof. Ich bin nicht Horrorspiel geeignet. Ich auch nicht. Soll ich vorgehen? Also schon mal zwei. Also die einzige Weise, wie wir das Schwimm mich einfach rausziehen und das nehmen. Ja, also autorisiertes, nur beautorisiertes Personal. Sind wir autorisiert? Ja, natürlich. Wir müssen doch schauen, was mit dem Schiff passiert ist. Deswegen sind wir autorisiert. So dunkel. Kann man mir das Licht anmachen? I heard from the captain we're heading for one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew the city was a failure, Ruben. Why do you always have to be so stubborn? Ich hab einen Schalter benutzt. Hat nicht funktioniert. Oh, hier ist Licht. Hier ist ein Licht. Den Schalter habe ich benutzt, Hanna. Ja. Ach so. Ich weiß, ich hab schon gemacht. Hm. Können wir weiter. Ich habe auch schon eine Brechstange aufgehört. Ach nee, die hast du gerade benutzt, eine Brechstange. Ach du Scheiße. Das ist halt wirklich gefühlt ein Horrorspiel. Ich will gar nicht, was für ein spitzer Schrei von dir war. Aber jetzt der kam bei mir gar nicht durch. Die kam mir nur sehr, sehr laut und übersteuert durch. Bei mir in der Aufnahme nicht. Ihr werdet's hören. Ja. Okay, hier haben wir... Ich vermute mal Crew-Quartiere. Wir brauchen einen Bolzenschneider hier bei dem Schrank. Mach, okay. Also sollten wir noch ein paar Sachen sammeln, wahrscheinlich. Ah. Ich geh mal weiter. Es ist so dunkel. Ich komm mit. Brauch einen blauen Schlüssel hier rechts. Blauer Schlüssel. Wir brauchen Bolzenschneider und blauer Schlüssel bisher. Das ist schon irgendwie creepy. Ja. Roter Schlüssel. Also wir haben schon mal einen roten Schlüssel. Das ist schon mal besser als kein Schlüssel. Du. Alter, der rote Schlüssel, oder? Ui, du hast mich so erschreckt. Als haben wir vorhin gelaufen. Genügend Plastik. Ja, jetzt immer schon mal genügend Plastik. Plastik war jetzt auch keine. Ich hab einen Gastank. Ach, leise. Olaf left space for a dance floor, but no space for supplies. The bottles sure found their way to the bar. As a military man, I thought Olaf would at the very least be practical. Yet they're all treating it like a luxury cruise. I'm sorry, Ruben. I shouldn't have left. Ich würde mal vermuten, dass die Crew Kitchen und die Restaurant. Hast du gerade aufgeschlossen oder war die offen? Habe ich gerade aufgeschlossen. Roter Schlüssel? Ah. Wir haben ein mechanisches Teil. Ja, roter Schlüssel. I saw a large rat last night. Unnervingly large.
I tried telling the crew we obviously have an infestation among the lockdown supplies. They laughed at me. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Hanne, die einen Ruben vermisst. Ja, hier brauchen wir einen Gastank. Ich wollte ins Kreuzfahrtschiff gegangen zu sein. Den Gastank habe ich. Ich habe eine Bolzenschneider. Ach so, bekommen. Ich habe unter Wasser habe ich auch, glaube ich, zwei mechanische Teile gefunden. Ja. Ich habe eins gefunden. Hast du den bei dem Bolzenschneider dann zurück zum Schrank, dann können wir den aufschneiden. Ja, eben, wollte ich auch gerade machen. Bin schon auf dem Weg. Nimm uns mit, du hast keine Cam. Wir müssen dokumentieren. Wir sind wie so Paparazzi, die erst dokumentieren müssen. Dann. Blauer Schlüssel. Und der war bei welcher Tür? If he does it again, he will be reprimanded. The crew doesn't listen to orders. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land. No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Wollen wir erstmal unten vielleicht fertig abgehen, bevor wir nach oben gehen? Bauen noch was? Wir haben unten. Nein. Wir waren unten, glaube ich, noch nicht fertig. Wollen wir. Hä? Oha. Also so wirklich, wenn wir hier den Strom wieder anbekommen, dann wäre geil. Hätten wir ein besseres Schiff, würde ich sagen. Ich hab eine Kugel gefunden. Ja, ich hab eine Ratte gerade. Ah, nee, doch, wir haben hier unten alles gelootet. Doch, okay. Alter! Sind wir auf, Alter? Ich bin hinter mich ranzuschleichen, das ist so schon schlimm genug. Increased rations if they could bring me one of these ridiculous lurkers alive. Seid ihr? Hilfe? Wir Außen. Sind im ersten Stock und dann sie. Tonight we're discussing which staff members are most suitable for termination. Oh Gott. Ansgar, wo bist du denn gerade? Drin, im ersten Stock. Die haben das jetzt, die haben gerade den Text übersetzt mit Kündigung, aber der hat halt wirklich Determination, bzw. Termination gesagt. Ja, also eigentlich Ende. Ja. 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 War hier hinten irgendwas, Pascal? Hier ist ein Gang und das sind Räume. Ja, okay, das sind dann die Suites oder so. Hier ist eine Notiz. But what does that mean? You can't just fire them, we're out at sea. Hannah, you were brought to keep the engines running. That is what you... That's one of those damn rats. What are you doing to it? Get out! Do your job. Okay, die Ratten sind echt nervig. Ich gehe gerade in den Raum vor. Man kann sie dodgen. Ah, hier ist keine Ratte, hier ist keine Ratte. Sehr gut. Wir brauchen vierstelliger Code hier für den Safe. Hauptsache das Bett ist gemacht. Ja, natürlich. Luxus halt, ne? Naja, aber so wie das hier klingt. Und hier ist eine Tür, aber die ist nur so halb offen. Krieg die aber auch nicht offen. Ja, okay, dann lass. Dann wird's End of Map sein. Hier ist ein Tresor. Ah, dafür brauchen wir den Code. Warte mal, wir haben jetzt eine Kugel, eine Gastank, 6 mechanische Teile und ein Aufnahmegerät. Das können wir unten das die mechanischen Teile können wir, glaube ich, dann schon eintauschen. Genau. Pascal, gehst du nochmal runter? Ja. Anna, ich den Weg finde in dieser Dunkelheit. Ich komme mit hoch, ja. Ich glaube, ich drehe. Nein, falscher Eingang, Pascal. Du musst. Ach, andere Seite. Ich sehe. Ich glaube, ich muss für euch zuschauen. Hör das denn viel? Ja. Ich höre es. Du hast jetzt einen Wagenheber aus den 5 mechanischen Teilen gemacht. Okay. Interesting. Ach, ich komme jetzt durch. Warte kurz, ich komm zu euch hoch. Ich mach mal ganz kurz Heilsalbe rein. Nee. Wollt ihr, hier ist ein Badezimmer? Nee, da in dem waren wir schon. Falsch. Ich verlaufe nicht hier so schnell. Du kostet die Stirn, dann. Ist halt so, tschüss. Siehst du was mein für Licht? Ich sehe dein Licht. Ja. Okay, was für Stirn. Du kannst in der Stirnlampe. Hier sind aber Treppen. Hast du diese Stirnlampe gecraftet gerade? Ja.
Hier, wie viel? Zwei Seile, eine Batterie und zwei Schrott. Ja, okay. Okay, das ist teuer. Schaltet an der Batterie erstmal. Ja. Was ich nicht dabei habe. Stimmt. Eine Batterie kostet ein Kupfer, sechs Plastik, drei Schrott. Ja, er muss jetzt mal Kupfer dabei haben. So. Egal, wir überleben das so. Du leuchtet uns den Weg. Schlüsselkarte. Hier geht's nochmal raus. Wollen wir erstmal rausgehen oder erstmal drin bleiben? Okay, wir machen erstmal hier oben die Etage fertig. Erstmal die Etage fertig machen. So, hier ist ein vierstelliger Code. Okay, cool, wir brauchen ein mechanisches Teil. They were clearly once rats. Now grown into something much more rabid. Yet also ich gehe mal zurück zum Code. Safe. Und ich gehe mal kurz raus. With food and pain as incentives, I can discipline them. And by sharing their blood, the mutations increase. Oh, bei allen. Ich habe eine Kiste gefunden. Oder eine ganz normale Kiste. I've received a transmission from a place called Caravan Town, not far from here. I haven't checked in the animal population. Ist uns recht tot wieder unten mit dem Vieh? Hm? Ist uns recht mit dem Vieh? Ist tot, ja. I will create true soldiers. Loyal soldiers. Ich habe das Gefühl, der Captain ist etwas durchgedreht. Ja. Ja, also ich glaube nicht nur ein bisschen, sondern der ist komplett. Ey, ich meine, das war's im Pool abgelassen. Ich wollte eigentlich baden gehen hier im Pool. It's urgent. There's mist now. We don't know how far the water's risen. The maps are useless. We need to. The crew are planning a mutiny, Captain. It is time to act. Mutiny? They're just trying to stay alive. I. Are you mad? I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. We will use the lurkers to our advantage. Lurkers sind die. Ich bin die respawnen, ne? Ich sag's nur. Oh. Ja, ich bin hier gerade irgendwo alleine. Wir sind, glaube ich, gerade alle alleine. Ja, wir sollen irgendwie zusammenkommen wieder. Alter, ich bin fast tot. Hier ist noch eine. Diese Ratten sind so. Leute, ich hätte hier einmal Heilsalbe. Ich hab nichts zu trinken mehr. Melone oder sowas? Wo bist denn du? Ja, eine Melone habe ich noch tatsächlich. Krass, ja, hätte ich nicht gedacht. Draußen. Ach so. Ah, die ist offen wieder respawned. So, essen möchte man, kein Trinken. Wir wollen gehen, damit es der Dunkelheit nicht kam. Ja, geh auch mal zurück. Ja. Kann ja auch einfach eine Batterie mitbringen. Naja, ich will noch was zu trinken holen. Ich will noch was zu trinken holen für mich. Deswegen. Okay. Und die Tiere gießen, weil die Tiere haben keine Wiesen mehr. Ja, ich bin auf dem Dach. Uhu. Ja, okay, dann versuche ich mich auch nach oben mich nur zu kämpfen. Wir haben hier noch so einen Hammer. Und einen Bolzendreher-Dingens. Das braucht eine elektrische Leitung, die haben wir schon gefunden. Ein Anzünder, keine Ahnung. Ein Gastank und eine Kugel. Ich glaube, das Einzige, was uns noch fehlt, ist der Anzünder. Ja. Korrekt. Okay. Das kann sein. Nee, ich weiß nicht, die Kugel habe ich aufgesammelt. Den Gastank, der war hier im Raum. Drück mal die T. Drück T. Habe ich genommen. T drücken. Den Gastank ab. Da seht ihr alle eine Übersicht über alle Items, die wir haben. Genau, Gastank haben wir, elektrische Leitung haben wir, Kugel haben wir. Genau. Ja, okay, hier geht's nicht weiter. Ich würde sagen, wollen wir die auch nach oben, Hanna? Da hinten? Naja, ich würde sagen, einer sollte hier bleiben, wenn Tobi dann den Anzünder gefunden hat. Das Ding ist, hier kommst du nirgendwo rein. Das ist der Witz. Also, ich bin jetzt, ich war bis auf dem Dach. Ah! Hilfe, Rattenviech. Und ich hab. Und mein Speer ist kaputt. Wo bist du? Und jetzt bin ich gerade ganz unten. Ich glaube, ich bin im Rattenviech entkommen. Ich komme. Mein Speer ist noch kaputt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich sollte zwangsläufig bei jemandem bleiben, weil ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich verteidigen. Noch einen Stoß und so. Mein Speer ist halt auch kaputt. Ah. Das trifft sich ja sehr gut. Ja. Ich gehe nochmal zurück und hol mir meinen.
Materialien, die ich dafür brauche. Ja, ich latsche wohl hinterher, aber ich kann Bock, allein angegriffen zu werden. Der. Oder habe ich Materialien für einen Speer? Lol. Hier waren wir noch nicht. Bringst du mir bitte auch 3 Metallbarren mit? Kann ich machen. Und ein Seil. Okay. Den tote Ratten. Yay. Aber die respawnen halt wirklich. Ah, du kannst nur die Helmlampe oder den Puffy aufsetzen. Ah, ja, okay. Naja, ist beides für den Kopf, ne? Sonst hätte Puffy mit leuchtenden Augen wäre aber auch geil. Junge, wir können einfach DJ-Party hier machen. Tanzfläche, geil. Ich habe ja einen Safe, einen fetten, nee, einen Kühlschrank ist das, glaube ich. Dafür brauchen wir jetzt einen Wagenheber. Den haben wir doch. Oh ja, den benutze ich gerade. Ja. Den haben wir gecraftet, ne? Der sieht erstaunlich gut aus. Den habe ich aus 5 mechanischen Teilen gebastelt. Das ist meine Handarbeit gewesen. So ein Konferenztisch, ein riesiges Gemälde. Ah, Treppenhaus. Na, warte mal, aber hier war noch ein Raum. Also Leute, ich kenne das ja auch noch nicht. Beziehungsweise, ja. Ich weiß es auch nicht alles auswendig oder so. Cities in the blue. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wilkstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together, or join Stockholm beneath the waves. Wilkstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the Floating City Project's whistleblowers, Olof Wilkstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Floating Cities. Ah. Das Konzept gibt es sogar nicht. So, warte mal, hier bin ich jetzt durch. Habe ich irgendwas Neues eingesammelt? Nö. So, ich würde sagen, wir können jetzt auch mal nach oben gehen. Ja. Wenn ihr mal Bock habt, ja. War eigentlich auch mein Plan. Wir wurden dann nur aufgehalten, ne? Ja. Grüner ganz Schlüssel. Oh. Ja, Achtung, hier ist wieder so ein Viech. Eine Bombe. Okay, also um weiterzukommen, brauchen wir eine Bombe. Hat jemand vielleicht eine Bombe? Nein. Nee. Zufällig nicht. Also brauchen wir auch noch eine Schlüsselkarte? Eine Schlüsselkarte? Wir brauchen einen grünen Schlüssel oder so. Aber war hier jetzt noch irgendwas? Achtung, Viecher halt hinterher. Ja, ich sehe schon. Au. Okay, ich bin so gut wie tot. Schon wieder. Was machst denn du immer, Pascal? Ja, weil Viecher mich angreifen hier, lassen. Pascal, guck. Linke Maus hast du gedrückt halten. Nimm dir das nächste Mal selber welche mit. Das sind noch 6 in der Ausrüstungskiste. Also okay. Die craftest du aus einem... Hier liegt eine Schlüsselkarte auf der Tanzfläche. Oh. Cool. Okay, da bekommen wir schon mal. Ich bin gleich da. Ich muss nur noch kurz ein Rattenviech töten. Das ist dritte Etage. Hab ich die gerade schon benutzt aus Versehen? Nein, das ist dritte Etage. Toll, ich bin dumm. Der ruft mir Rede jetzt gerade. Ihr seid irgendwie unter mir auch. Von der Schlüsselkarte. Ich hab den grünen Schlüssel. Ach so. Wo war der? In dem Raum, wofür wir die Schlüsselkarte brauchten. Ah, okay. Mal, sonst noch was Spannendes, was man zeigen müsste. Ja, wir müssen auch den grünen Schlüssel einsetzen irgendwo. Ja, und da gab es anscheinend auch irgendeinen Raum, oder war ich hier nicht oben. Deswegen. Ah, okay, cool. Ah. Oh. Das ist klar. Okay, 3 gegen 1.
glaube, hier mit dem Raum sollten wir jetzt auch im Finale des Ortes angekommen sein. Noch nicht ganz. Nein, wir brauchen oben noch eine Bombe. Achso, stimmt. Wir brauchen noch eine Bombe. Okay. Get to the lifeboats! Hurry! Wolof, you coward! Watch out! Wow. Das war dann wohl. Okay. Die letzte Story war, glaube ich, dass die im Nebel waren. Also wir können sie ja nachlesen. Ja. Aber jetzt haben sie hier die Felsen gerammt und blöd gelaufen. Ja. Wer geht runter und macht wohl die Bombe? Achso, wir hatten noch irgendeinen... Oh, okay. Ja, du sollst auf mich warten. Ist doch wurscht, ja, man sieht da eh nichts. Wusste nicht, dass das die Bombe ist. Ja, dachte, was willst du sonst da bauen? Nein, weil das war ein Hammer und ein Bolzen Schlüsseldingens. Schraubenschlüssel. Wie man das nennt. Ja, Schraubenschlüssel. Damit sah das für mich nicht nach einer Bombe aus. Die Bombe, die Materialien, die sammelst du ja erstmal so. Ich würde sie einsetzen. Allerdings einfach mal verschwinden hier. Warte auf uns noch. Ich will das miterleben. Jo. Die Tür ist kaputt. Oder ist doch schon ohne uns gemacht. Na super. Ist doch egal. Ich will auch sehen, wie du schneidest die Folge, ja. Alter. Schwer dich nicht. Du musst dir das sowieso dann nochmal angucken. Ganz oben oder? Ja, okay. Ich glaube ganz oben. Ja. Da ist eine Kiste. Ah ja. Wow, das war viel. Hinweis. Bauplan Lenkrad. Ja! Was? Okay, wir haben zwei neue Nummern. Städte im Bau, okay, interessant. Hört sich doch schon mal gut an. Motor und Lenkrad. Was, Motor und Lenkrad? Ja, Motor habe ich aufgenommen. Lenkrad habe ich aufgenommen. Ich hab nix. Tja. Du hast Zahlen. Ach so, das ist schon das Höchste. Okay. Ja, das ja. Ist schon das Höchste. Jo. Haben wir alles? Dann haben wir das Ding abgeschlossen, würde ich sagen. Oder fällt einem noch irgendwas ein, wo wir noch was noch nicht waren? Nein. Nee. Okay. Ich würde sagen, wir waren überall. Mhm. Was nächstes? Wie gesagt, ich würde es gern behalten, aber. Ja, ich glaube, das ist in der Story nicht so gedacht. Geronimo! Ja. Er ist aus Wasser gesprungen. Gut, Sprung, hey! Ups. LOL. Was denn? Das Wasser war so weit unten, dass ich auf den Stein gelandet bin und falsch an den Knopf hab. Unpraktisch. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück auf unser Floß und dann wären wir auch fertig mit dieser Folge. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Ich bin überrascht, dass mein Inventar gereicht hat, so einigermaßen. Ich bin ja bestimmt zu besser was essen. Aber ja, tschüss. Tschüss.